Hallo, liebe Kinder. Hallo, liebe Eltern. Hallo. Boah, so viele Flugpassagiere. Schön, dass ihr alle hier seid. Seid ihr bereit für den Flug? Ja, keiner hat Flugangst. Hier in der ersten Reihe, die Mutigen in der ersten Reihe. Also, zuerst müssen wir, das ist das Wichtigste am Flugzeug, den Propeller überprüfen. Ja? Eins, zwei, drei. Jetzt das Steuerruder ist auch ganz wichtig. Ja, das funktioniert. Jetzt der Flügel macht immer etwas Probleme. Schauen wir noch gleich. Den habe ich wohl das letzte Mal vergessen. Ja, der Flügel funktioniert. Und jetzt auch ganz wichtig, der Auspuff. Wir fliegen, jetzt kann's losgehen. Ich bin der Pilot, Herr Fridolin. Ich sitze so gern in meinem Flugzeug drin. In den Himmel zu fliegen, das ist so fein. Alle Häuser, alle Menschen, alles wird so klein. Bald werde ich in fremden Ländern sein. Mit euch allen, wir alle. Mich das einfach nervt, wenn ich immer eine halbe Stunde warten muss. Ja, das nervt. Immer eine halbe Stunde. Eine halbe Stunde muss ich warten. Das gibt's doch nicht. Hallo. Was macht's denn ihr alle da? Also bei drei rufen wir Fridolin. Fridolin! Fridolin! Florentina, es tut mir leid, dass du warten musstest. Ja, können wir jetzt losfliegen? Dann vielleicht Südaustralien. Das ist mir zu südaustralisch. Okay. Vielleicht irgendwo? Alles gut. In einem Lande irgendwo, ja. Da wohnen Leute wie du und ich, die mögen sich ganz sicherlich. Und wenn sie beim Spazieren gehen, sich dann und wann mal wiedersehen, dann bleiben sie stehen, oho, oh, und oh. Begrüßen sich dann so. Ja, wie denn? Ein Auge zu und nicken, einen Kuss sich schicken, mit beiden Beinen springen und dann auch noch ganz laut singen. Hallihallo, dich zu sehen macht mich froh, dein Freund, der will ich sein und auch ganz lange bleiben. Hallihallo, dich zu sehen macht mich froh, dein Freund, der will ich sein und auch ganz lange bleiben. Okay, gut, oder? Verstanden. Auge, ja, verstanden. Auge zu und nicken. Auge zu? Ja. Ja, funktioniert. Und nicken. Kann man auf beiden Augen testen. Eins, Test, eins, zwei, eins, zwei, Test, eins, ja. Zwei, eins, ja. Die können das. Ja, 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 die waren alle schon mal in irgendwo. Hier vorne auch. Wo ist was? Hinter dir. Wo? Ja, hinter dir. Hallo, Frosch. Da schreien halt nicht so an. Entschuldigung. Mein Gott. Hallo, Frosch. Hallo. Er kann nicht Quaqua sagen. Oh. Als Frosch er kann nur, blöd. Er kann nur sagen. Wie machen Frösche denn normalerweise? Quack. Quack, quack. Macht doch nichts, oder? Das macht ja nichts. Ist ja auch schön, oder? Ja. Ja, genau. Ganz schön. Macht der kleine Frosch im Teich. Macht der kleine Frosch, macht der kleine Frosch im Teich. Nur Quaqua kann er nicht. Und die Fische schwimmen, schubidubidu, schubidubidu,
Schubidubidu, die Fische schwimmen. Schubidubidu, nur der kleine Frosch macht immer so. Macht der kleine Frosch im Teich. Macht der kleine Frosch. Macht der kleine Frosch im Teich. Nur quak, quak kann er nicht. Und die Fische schwimmen. Schubidubidu, 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 die Fische schwimmen. Schubidubidu, nur der kleine Frosch macht immer so. Mag nicht immer ein Auspuff sein. Ein Auspuff stinkt und ist laut. Ja. Ich weiß das. Ich bin ein Auspuff schon seit 52 Jahren. Aber jedes Flugzeug braucht einen Auspuff. Ja, aber vielleicht kann diesmal wer anderer ein Auspuff sein und ich möchte was anderes sein. Ja, zum was Beispiel denn? Was Nettes, was Kleines. Ich fang mal an und sag Hallo. Ich bin geboren und das macht mich froh. Ich bin ganz neu auf dieser Welt und ich hoffe, dass es mir gefällt. Ich singe laut und juchze viel, denn eine gute Stimme ist mein Ziel. Ich hab viel vor auf dieser Welt und bin gespannt, was sie von mir hält. Ich bin das superflotte Fische, meine Lieblingsschnecke. Und alle Leute sind von meinem großen Charme weg. Und wenn jemand glaubt, er kann mir widerstehen, dann soll er kommen, er wird schon sehen. Kinder, ihr kennt das doch alle, wenn man ganz ruhig sein soll und ganz still am besten und ganz ruhig da sitzen soll und es geht einfach nicht. Es geht nicht, weil plötzlich die Nase juckt und die Schulter zuckt und die Zehen und alles bewegt sich. Und das ist in den Momenten, ist das so, als wenn da im Ohr, ja, ganz tief im Ohr, ein ganz klitzekleiner Kobold sitzen würde. Da ist nichts drin. Doch, der sitzt drin. Ich kenne das. Ich habe eine Frage. Es gibt da solche Tage, da heißt's, gib endlich Ruhe. Sei still, sei leise, hör nur zu. Wie soll denn das nur gehen? Ich kann's einfach nicht verstehen. Weil ich habe einen Kobold, der sitzt in meinem Ohr. Und wenn ich mal ganz still sein soll, dann flüstert er mir vor. Hey! Spür mal, wie die Nase juckt. Und jetzt noch die Schulter zuckt. Ein jeder gerade wackeln will. Ein jeder Zigarett wackeln will. So ist mit der Ruhe aus, der Kobold, der muss raus. Ich bin hüpfen, 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 im Kreise mich da drehen. Ganz klein machen, Ameisen zu sehen. Ich will wackeln, 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 rückwärts will ich gehen. Mich ganz groß machen, um zu sehen, was Riesen sehen. Ich will hüpfen, 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 im Kreise mich da drehen. Mich ganz klein machen, Ameisen zu sehen. Ich will wackeln, 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 rückwärts will ich gehen. Groß, groß machen, um zu sehen, was Riesen sehen.